Hi Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir möchten dieses optionale Grab hoffentlich machen, wenn wir dürfen. Und ja, haben wir letztes Mal eigentlich nur die Stadt erobert, erkundet er und ein paar Gegner platt gemacht, aber das gehört ja dazu. So, gucken mal, ob uns in diesem Grab irgendwas Cooles passiert, sag ich mal. So, schneller Lara. Haben wir hier? Ruinen unter Wasser. Oh, da ist was. Aha. Nee, das lassen wir jetzt erstmal. Wir könnten wieder was machen, aber jetzt gerade nicht. Okay, wir gehen lieber an die Wasseroberfläche. Hier scheint nicht viel zu sein. Mein Gott. Wow. Warum explodiert das da? Ach, Gas verkommen. Ach du Schande. Ich brauche einen Funken. Mindestens einen. Hier noch irgendwie. Nee, ich muss schon wirklich mit dem Feuerpfeil arbeiten. Shit. Sehr gut. Hier liegt nichts. Nein. Gut, dann können wir weiter. Nicht, dass der Nebel wiederkommt. Wir werden dann nicht mehr durchlaufen können oder so. Ich sehe Gold für uns. Das können wir gebrauchen. Oh. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen. Nur Krankheit, die niemand heilen kann. Wenigstens weiß sie, dass sie verrückt ist. Griechisch, Stufe 7. Oh, sehr nice. Geht das überhaupt höher als Stufe 7? Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Könnte man so denken, ja. Da oben ist noch was. Wir sollten aber kurz hoch. Da kann man auch noch irgendwas mit machen. Hm. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Hm. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen. In all seinen Formen. Okay, ihr seid bescheuert. Na, früher war das so. Da haben die mehr an irgendwelche Monster und anderen Sachen geglaubt. So. Heps. Oh, das war nicht so klug. So, wir können das runterziehen. Wow. Oh shit, raus hier. So, jetzt füllt sich das mit Gas am Moon.
Munition, das Gas ist weg. Aha, das Ding füllt sich wieder mit Wasser. Sterben wir denn, wenn wir hier drinnen bleiben? Müssen wir eigentlich mal testen. Und das auch noch. Okay, was haben wir jetzt geschafft? Was haben wir denn getan? Ja, keine Ahnung. So, was können wir hiermit machen? Das können wir wahrscheinlich drehen. Dann können wir jetzt hochziehen, kann das sein? Ups. Ah, wir haben ihn gelöst. Gut, müsste hoch genug sein. So, dann loslassen. Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Da müssen wir in die andere Richtung drehen. So, was machen wir jetzt mit dem armen Tropf? Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Da können wir es aufmachen und dann den verbrennen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Naja, gut. Oh. Hat geklappt. Den armen Tropf haben wir einfach als Katapult benutzt. Sorry. War wohl Leichenschändung. Oder sowas. Erstmal das. Sonst verpasse ich das noch. Oh. Okay. Ein Kodex. Oh mein Gott, das... Das ist die Formel für griechisches Feuer. Nice. Griechisches Feuer. Flammen von Feuerpfeilen und Molotow-Cocktails verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Krass. So, Feuerpfeile sind der Hammer. Exorzismuskammer. Das heißt, wir haben jetzt blaues Feuer? Tatsache. Krass. Richtig nice. So, dann haben wir hier auch alles. Das ging relativ fix. Also schießt die auch immer mit griechischem Feuer oder Napalm halt. Schon Sterblichen, die meinte ich jetzt. Kann ich hier noch was finden? Habe ich hier noch was zu finden? Ja! Oh, nice. Aha. Okay, haben wir auf der anderen Seite auch noch was? Nee, ist kein Tunnel oder sowas. Nope, schade. Ah, noch ein kleines Geheimnis gefunden. So, dann können wir jetzt ja uns verbessern. Wir haben immer noch einen Fähigkeitspunkt.
können? Drachenfeuerpatronen. Stellen Sie brandverursachende Schrotpatronen her. Cool. Leichenfallen, Brandbomben. Stellen Sie aus roten Benzinkanistern Bomben. Abrissexperte. Fortschrittliche Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Plünderer. Erhöhen Sie Munitionsmenge. Pistolenexperte, Gewehrexperte, Schrot. Was macht das denn überhaupt? Führen Sie eine Pistolenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Urspitzgeschosse von Feinden zu erbeuten. Aha. Ich glaube, ich bleibe hier. Keine Ahnung, lautlose Landung. Auch gut. Ausweich-Killmeister. Tod von oben. Oh, drei gute Sachen. Nehmen wir einfach mal das. Ich glaube, wir werden Kämpfer dann auch erstmal weitermachen. So, was können wir hier herstellen? Großer Pistolen-Munitionsbeutel. Große Gewehrmunition. Jetzt fehlt uns... Ein Fell fehlt uns. Ach du Schande. Sonst hätten wir ja schon komplett. So, und Waffen-Upgrades. Nein. Das ist irgendein anderer Bogen. Bei dem Bogen können wir es zum Beispiel noch machen. Nee. Das wäre dann wieder das mit den Fällen. Das möchte ich eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir es so. Lara? Tauchen, danke. Hat auch kein Wassertempel. Wie ich erst gedacht hatte. Oh! Was haben wir denn da? Noch eine Münze. Oh. Eisenanhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Okay. Wofür auch immer. So. Alles klar. Wir haben alles. Und vielleicht kommt der Bär ja nochmal wieder. Wobei, wird besser, wenn nicht. Aber dass die Wege so relativ lang sind, ist eigentlich ein schönes Detail. Weil dadurch wirkt das wirklich, dass es ein bisschen tiefer ist und so. Auch wenn wir da ein bisschen länger laufen müssen. Egal. Optionales Herausforderungsgrab? Hä? Das ist doch das hier gewesen. Naja, gut. Ah, wieder eins gefunden. Oh. Das war's zum Sammeln. Ich geh mal lieber auf Gift. Ich glaube, es kann uns ein bisschen mehr helfen. Einfach mal so eine fette Statue dahin. Da ist etwas hinter dieser Barriere. Barriere? Was für eine Barriere? Ich muss darauf. Es fällt da sonst nicht gut hin. Hi. Nehme ich gerne mit. Oh, Feuer. Ach, wir können Kissen verbrennen. Bringt uns das was? Nö, bleibt nichts liegen.
Nee. Kommen wir eigentlich noch ein paar Gegner oder bleibt das so? Wahrscheinlich bleibt es so. So, habe ich jetzt Blut am Bildschirm. Naja, gut. So. Okay, ein bisschen wieder auf die Dächer. Wir wollen dahin. Für Bomben. So. Kann ich das durchschneiden? Ja, kann ich. Wie eben die Stunde schlägt. Ich kann alle Glocken auch noch runterfallen lassen? Das ist noch eine Glocke. Oh, shit. Kann ich echt noch ein paar coole Sachen machen. Glocken sind immer oben. Was wir eigentlich schon mal. Oh, Moment. Was ist. Ah, Federn. Nehme ich. Ist die Glocke hier durch das Dach geflogen? Was ist da oben eigentlich? Da ist noch eine Glocke. Wie komme ich da hin? Nope. Ich muss hier stehen. So, ein paar Raben. Sollen uns nicht stören. So, und jetzt? Kann ich mich da hochziehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist noch so eine Glocke? Nee, ist keine Glocke. Keine Ahnung. Ist auch egal. So. Kann ich mich jetzt hier rüberziehen? Ne, ist aber zu hoch. Mist. Oh shit. Oh shit. Katapult. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht auslesen. Oh, Moment. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile. Die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert.
Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben. Begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Verlieren also unsere Seele dann. Na toll. Dann schießt er jetzt immer auf mich. Die Insignien der Unsterblichen an. Eigentlich da oben hoch. Das ist für mich gerade. Oh Moment. Wow! Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr plötzlich her? Sag mal. Alter Schwede. Hä? Töten die sich selbst oder was? Was sind diese Typen? Okay, die Typen lohnen sich zu bekämpfen. Problem ist noch, wo kommen die alle her? Warum sind Dinge alle in Teilbarrieren? Sprengladung. Das hab ich doch. Wow. Ich habe mir in dieser Eishölle eine Zuflucht eingerichtet. In einem verfallenen Turm. Ich habe genug Nahrung und Waffen, um mich zu verteidigen. Aber ich bin der letzte Überlebende. Bei Tag beobachte ich die unsterbliche Armee, verfolge ihre Wege. Sie folgen dem gleichen Muster, Tag ein und Tag aus, als ob sie träumen würden. Sie sind beängstigend, aber vorhersehbar. Was auch immer menschlich an ihnen war, wurde durch eine eiskalte Seele ersetzt. Ich muss vorsichtig sein, aber auch mehr herausfinden. Wenn die Quelle dies in den Händen eines Ketzers bewirkt, was könnte sie dann alles in den Händen der Gerechten tun? Eine gute Frage. Wir bleiben erstmal hier, hier sind wir sicher. Mit dem Katapult. Und ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Wir wissen jetzt, warum die Leute so bescheuert sind. Ihre komplette Seele ist einfach ausgesaugt worden von der Quelle. Vielleicht sollen wir die Quelle doch nicht suchen. Na gut. Wir suchen noch ein bisschen die Stadt. Und versuchen mit den Katapultern das Tor einzureißen und kommen vielleicht auch schon weiter. Ich möchte mich eigentlich noch gut hier umsehen. Könnte vielleicht noch einen ganzen Part dauern. Na ja, gut. Finden wir es beim nächsten Mal raus. Bis dahin dann. Ciao.